Hallihallo, hallihallo, hallihallo. Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawürk.com. Heute mit einem Unboxing von einem griechischen Deck, was mir der Chris aus Griechenland geschickt hat. Ich bin ganz spannend, ich war heute ganz überrascht, weil das hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Ich gehe ja nur einmal die Woche zur Post und er hat mir ein griechisches, genau, und dann war ich jetzt ganz überrascht. Und er hat mir ein griechisches, ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Wahrsagerdeck ist vielleicht nicht ganz richtig, gekauft und auch geschenkt. Und zwar ist das das Deste-Deck von der Katharina, ich weiß den Nachnamen nicht mehr, es ist natürlich jetzt alles auf Griechisch. Das wird jetzt eine Herausforderung. Er hat einige Videos drüber gemacht, der Chris. Und hier ist noch was drin. Das ist eine persönliche Geschichte. Ich glaube, die packen wir dann... Ja, ich weiß nicht. Das mache ich dann in Ruhe. Er hat mir noch was Persönliches geschickt. Und ich weiß halt nicht, ob man das öffentlich machen kann. So. Dieses Deck hat der Chris, ich werde seinen Kanal mal hier verlinken und auch, wenn ich dran denke, im Text. Und der Chris, ein Grieche, der in Griechenland wohnt, der hat auch schon viele, viele Videos über dieses Deck gemacht, allerdings in Englisch. Wer jetzt natürlich kein Englisch kann, das ist natürlich blöd. Auch ja gut, ich verlinke ja den Kanal, ich gucke mal, ob ich auch die einzelnen Videos zu dem Deck verlinke, wer Interesse hat. Für mich wird das jetzt hier eine kleine Herausforderung. Er hat mir ein PDF geschickt auf Englisch für die Beschreibung, weil die ist jetzt hier natürlich auf Griechisch. Und das habe ich mir aber nicht ausgedruckt. Das habe ich jetzt hier in meinem zweiten Handy drin. Ich werde dann gucken, ob wir das jetzt auf die Reihe kriegen. Aber mir geht es auch sehr um die Energie von dem Deck. Also ich weiß, ich habe von dem Chris vor, es ist bestimmt schon 2 Jahre her, habe ich ein Video gesehen, wo er das Deck hatte. Und ich habe mich sofort in dieses Deck verliebt. Das hat so eine tolle Energie. Hier sieht man schon so ein bisschen den Stil. Und er hatte mir das jetzt besorgt, geschenkt. Und ich danke dir sehr, Chris. Ich danke dir so sehr. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ja, also das ist von der, oh Mann, ich weiß nicht mehr den Namen. Ich werde es in die Textbox schreiben. Ich werde all diese Informationen, die ich jetzt nicht weiß, in die Textbox schreiben. Ich schreibe ja sowieso immer alles in die Textbox, aber die liest meistens keiner. Also wenn ihr noch mehr Infos wollt, dann guckt bitte in die Textbox. Das ist wahrscheinlich diese Frau, nehme ich mal an, aber der Chris wird sich dann wahrscheinlich noch dazu äußern. Er kann mir dann ja vielleicht noch einen Kommentar machen. Das ist das Buch. Wir fangen mal mit dem Buch an. Hat einen schönen Touch. Vielleicht kann ja einer Griechisch von euch. Das Deck gibt es übrigens auch auf Türkisch, falls einer Türkisch kann. Da sind die Karten aber etwas anders. Da hat der Chris auch hat er auch mal so einen Vergleich gemacht. Also 2, 3 Karten sind dann, glaube ich, anders. So, das ist das Buch. Es ist ein schönes Buch, glaube ich. Oh, Griechisch ist ja echt eine interessante Sprache. Also mit den Zeichen. Wenn das jetzt, wie heißt denn das dann, unsere Zeichenschrift wäre, dann würde ich das vielleicht lesen können, wenn es Portugiesisch ist oder Französisch, aber Griechisch hat natürlich eine ganz andere, es hat aber eine schöne Energie. Ja, und die Karten sind so gestaltet, er hat mir das auch schon gesagt, dass man die wirklich auch aufrecht und umgekehrt lesen sollte. Aber dazu sage ich später noch was. Erstmal machen wir das Buch. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ich nehme an, das ist die aufrechte und das ist die umgekehrte. Ja, Anno Dings könnte umgekehrt sein. Lesung. Und das ist aber ein schönes Buch. Es hat eine sehr schöne Energie, finde ich. Wow. Es riecht auch ganz neu. Ja, also ich kann euch nichts zu dem Buch sagen. Überhaupt nichts. Hier ist anscheinend noch ein Legesystem drin. Und ach, das ist hier das keltische Kreuz. Kann man anscheinend auch mit den Karten machen. Man hat hier sogar noch so eine Art Verzeichnis.
Ach so, Seitenzahl ist 188 und vielleicht steht ja hier auch noch, wann es rausgekommen ist. Nee, hier steht gar nichts. Doch, 2004. Und diese Katharina, die lebt nicht mehr. Und ich glaube, ihre Enkelin, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, oder ihre Nichte, oder, nee, ich glaube, es ist die Enkelin, die hat das Deck jetzt wieder ins Leben gebracht. Und bei ihr kann man das dann auch bestellen. Genau, das ist also das Buch. Jetzt machen wir mal gleich die Karten. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, was wollte ich denn jetzt sagen zu den Karten? Ach so, die liest man auch. Die Karten sind so konzipiert, dass man sie eben auch unbedingt verkehrt lesen sollte. Das hat er mir gesagt. Ich bin ja kein Fan von umgekehrt lesen, aber die muss man wohl so lesen. Okay, das ist die Rückseite mit der Katharina. Und die Karten haben eine sehr dicke, sind sehr schön dick. Ich mache mal die Kamera jetzt ein bisschen runter. Jetzt sind wir ja hier ein bisschen kleiner. Sehr fest. Ich denke mal, das ist selbst aufgelegt, könnte ich mir vorstellen. Ich gucke gerade mal. Ich glaube, das macht die dann selber irgendwie. Warte mal, wo stand denn das mit dem? Ja, man kann das nur über ihre Webseite, glaube ich, bestellen. Das ist also selbst aufgelegt. Merkt man auch so ein bisschen, soll jetzt nicht heißen, dass es eine schlechte Qualität ist, aber es ist sehr dick und sehr, also was ich toll finde, auch nicht sehr laminiert. Es hat so eine ganz matte Oberfläche und ja, Karten sind jetzt aber auch so konzipiert, dass man es sieht, dass sie verkehrt rumliegen. Ja, ich glaube, das ist hier aber jetzt die Eingangskarte. Ja, weil das sind einzelne Karten, das weiß ich noch. Sonne, Mond, ich weiß nicht, was alles. Aber ich kann es euch halt jetzt auch nicht sagen. Die Karten sind so aufgebaut, dass man hat hier so einen kleinen Rand. Hier hat man dann das Bild und hier hat man dann letztendlich die Bezeichnung. Und nee, die ist aber auf Griechisch. Okay. Das wird jetzt spannend. La la la. Aber man kann sich ja vielleicht auch von der Intuition. Ich weiß nicht, ist das jetzt auch, gehört das noch zum Deck hier? Wir haben hier zweimal Deste stehen. Nee, ich glaub, das gehört jetzt nicht zum Deck. Also zum eigentlichen Deck. Gehe ich mal von aus. Aber der Chris kann. Ach, guck mal hier, diese Karten sehen ja sowieso anders aus. Guck mal, was für ein schöner Rand das ist hier immer. Wow. Ah, nee, das hat es nicht immer. Ah, interessant. Oh, die fühlen sich toll an. Ich mag es ja matt laminiert. Ich gehe noch mal ein bisschen runter. Jetzt kriegt er wieder einen Blaustich hier. Warum macht er das? Naja, vielleicht muss ich das Licht wieder ausmachen. Ich weiß nicht, warum es meine Kamera immer so macht. Es ist echt blöd. Also die Karten sind auf alle Fälle nicht bläulich. Ja, ich weiß nicht, was das heißt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das hier der Fisch ist. Oh, wir haben zweimal. Vielleicht sind die jetzt auch gar nicht sortiert. Ich weiß es nicht. Also das sieht mir so ein bisschen nach einem Fisch aus. Also vielleicht lehnen die auch teilweise ein bisschen an Lenormand an. Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich Deste. Deste bedeutet, glaube ich, sogar, dass das ist sowas wie Wahrsagen oder so. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, aber ich weiß es nicht mehr. Dann haben wir hier den Besen vielleicht. Also das Deck hat Bilder, woraus man wahrscheinlich schon was lesen kann, wenn man intuitiv lesen will. Hier kann ich jetzt nicht so viel erkennen. Das ist anscheinend wahrscheinlich der Mond. Dann haben wir hier vielleicht das Kleeblatt. Vielleicht ist es aber auch ein Kreuz. Ich weiß es nicht. Also ich muss mich dann mit dem Deck natürlich jetzt beschäftigen. Ist ja logisch.
Das sieht aus wie eine Landschaft. Das ist eine Brücke. Haus oder Turm? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich damit klarkomme, Chris, weil du das PDF hat ja jetzt keine Nummern und auch keine griechische Bezeichnung. Das ist wahrscheinlich ein Hund. Das könnte ein Sturm sein. Das ist ein Turm. Oh, die sind aber total schön. Das ist eine Tür. Mäuse. Also wir haben ja schon so ein bisschen die auch Lenormand so ein bisschen integriert. Das ist wahrscheinlich das Kind oder das Mädchen. Hier haben wir den Mohn oder einfach nur eine Blume. Das könnte Wüste sein, vielleicht. Ein Schiff. Oh, die sind echt schön, die Karten. Ist das sowas wie ein dunkler Raum? Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht sowas wie der Sarg im Lenormand? Die Eule. Das Buch. Der Schlüssel. Der Brunnen oder der Vogel? Der Vogelbrunnen vielleicht. Oh, das Herz. Das Kamel. Hier ist aber auch noch ein Tier. Die Sonne. Der Weg. Oh, ein Derwisch, ein wie heißt denn das? Derwisch? Oh, das ist ja toll. Eine Freundin von mir hat das mal getanzt öfter. Die hat gesagt, es wäre unglaublich. Wenn man dann wirklich in diesem Tanz drin ist, kann man stundenlang wie in Meditation sein. Der Baum. Der Brief. Haben aber ganz schön viele Karten. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten das sind. Das Schwert oder Dolch eher. Das Gebirge oder sowas in der Art. Der Ring. Entweder ist das das Universum oder oder Sterne oder die Welt. Universum würde ich sagen. Ayoppa. Blumen, Rosen, Auden, Auden. Vielleicht muss ich jetzt noch Griechisch lernen. Der Fuchs. Der Anker. Tara. Das Pferd. Die haben ja dann immer noch diese Zeichen. Das wäre nochmal interessant zu wissen, was das bedeutet. Oh, wir haben zwei verschiedene Pferde. Wir haben lauter Pferde. Tara.
Hesse Kalif. Das hat bestimmt wieder eine Bedeutung. Oh. Ah, das ist das rote Pferd, das schwarze Pferd, aber wir haben hier zwei weiße, kann auch nicht sein. Dann haben wir wahrscheinlich den Mann. Nee, wir haben zwei Männer. Dare und Ebrahard. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Persönlichkeiten. Ah, einer von denen ist, glaube ich, böse und der andere ist gut. Irgendwie hat die, oh, dann gibt es noch den Takral. Die haben ja auch diese Zeichen. Sind die eigentlich gleich? Ja, das hat was zu bedeuten bestimmt, diese Zeichen. Vielleicht irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Die vier Elemente oder das Alter. Das wäre nochmal interessant zu wissen. Oh, Chris, du musst mich da echt einleiten wahrscheinlich. Aral und Joa. Ach, Unit. Wie viele Männer gibt es denn? Gibt aber ganz schön viele Männer. Oh la la. Einige. Und mal gucken, wie viele Frauen es gibt. Wahrscheinlich sind das Götter und Göttinnen oder so. Ich weiß es nicht. Adham Deva. Pasadra. Oh Leute, ich habe es nicht hoch genug gehalten. Urmia. Asyranta. Dasta. Mida. Und Selzuksasa. Oh, die ist bestimmt eine Verführerin. Oh, die sieht aber kraftvoll aus, Tataret. Ja, und jetzt haben wir hier diese Zeichen. Die haben sicherlich eine Bedeutung. Wow, die sind total schön. Da gibt es bei den Pärchen wahrscheinlich, bei den männlichen und, na gut, auch immer noch Pärchen. Isfahan. Betes. Asiman. Selana. Vaalinde. Und Atat. Wow. Das ist ja echt interessant, das Deck. Oh, ich glaube, ich kann gar kein Reading jetzt machen, weil ich weiß gar nicht, damit umzugehen gerade. Aber ich will trotzdem eine Karte ziehen oder zwei oder drei. Ich gucke dann einfach, ich schalte dann aus und gucke dann mal ins PDF. Vielleicht komme ich ja irgendwie klar. Aber die fühlen sich echt cool an. Wow, total schöne Energie. Der sieht böse aus hier, der Mann. Der Vaalinde. Aber vielleicht ist er gar nicht böse. Wow, die lassen sich super genial mischen. Ah, ich habe gar nicht die Größe gemacht. Die Größe habe ich vergessen. Leute. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin so fasziniert, dass ich jetzt die Größe. Ich hole jetzt mal hier ein ganz normales Lenormand-Deck raus, das eine Lenormand-Größe hat. Ich würde sagen, die sind etwas größer. Das ist normale Lenormand-Größe. Vielleicht hat das Spielkartengröße. Ja, das ist aber auch keine Spielkarte hier. Das ist ja auch eher Lenormand. Warte mal. Eieieiei, Leute, ich bin total kirre gerade.
Das ist Spielkartengröße. Zumindest spanische. Ja, es hat eher so eine Spielkartengröße. Sehr handlich, sehr cool. Okay, dann wollen wir mal die Karten. Warte mal, ich mache jetzt mal wieder ein bisschen höher. Quietsch. Ich habe mir jetzt ein neues Stativ bestellt, bin mal gespannt. Kommt aber von weiter entfernt, dauert wahrscheinlich wieder 2 Monate. Okay, wir wollen jetzt mal wissen, was denn jetzt. Ich glaube, das sind Wahrsagerkarten, ich bin mir aber nicht sicher. Was denn jetzt die Karten? Was möchten uns denn die Desti-Karten, ups, sagen? Liebe Desti-Karten. Ach so, jetzt habe ich die nicht so gemischt, dass sie verkehrt rum sind. Oh, das müssen wir dann jetzt aber machen. Chris hat mir extra gesagt, dass die verkehrt rum gelesen werden müssen. Gerade oder verkehrt rum oder wie auch immer. Ach, Conjo. So, was sagen uns denn jetzt die Karten? Die wollte raus. Die, nee. Dadurch, dass die natürlich jetzt nicht sehr laminiert sind, kleben die etwas und da sind jetzt zu viele rausgefallen. Nehmen wir die. Vielleicht haben wir noch eine verkehrt rum. Die hier. Okay. Das haben wir als oberstes. Das ist wahrscheinlich der Dolch. Okay, wollen wir mal erst die Mitte angucken. Wir haben den Tagral. Da muss ich, also ich gucke jetzt gleich mal in meinem Handy danach. Die Eule und ja, weiß ich nicht, was das ist. Wahrscheinlich Gebirge. Da muss ich gucken. Okay, ich guck mal nach, Leute. Okay, Leute, ich hab's. Oh, das ist gar nicht so schlimm. Also dieser Mann hier, dieser Tagral, das ist der Sultan von Ruby. Ja, und der ist ein Mann, der sehr alleine lebt, Solitärmann, das ist ja so einer, der eher so ein bisschen für sich ist, der aber sehr philosophisch ist. Und die Karte sagt, er ist philosophisch, enthusiastisch und ungeduldig. Aber das bedeutet auch Liebe, diese Karte, wahrscheinlich dann auch dieses Zeichen, könnte ich mir vorstellen. Und alles, was so negativ, also jeder Trouble, jede, was heißt ein Trouble auf Deutsch, alles, was jetzt vielleicht nicht so toll läuft, ja, das wird gut und alles, was, ja, wo, ja, alles, was eben, also jetzt ist die Zeit da, um eben alles zu überwinden sozusagen. Und das kann man sehr gut machen mit seiner inneren Weisheit. Er ist ja philosophisch und die Eule ist die Weise unter dieser, ne, bei diesen, ne, die hat ja Weisheit, sie hat inneres Wissen, sie hat, also wir sollten jetzt unser, vielleicht nicht ganz so ungeduldig sein, wenn wir auf eine, der Berg umgekehrt bedeutet, dass hier ein Hindernis ist. Wenn wir auf irgendein Hindernis stoßen, auf irgendeine Herausforderung, sollten wir jetzt vielleicht nicht so ganz ungeduldig sein und sollten weiterhin unseren Enthusiasmus behalten, sollten weise und mit Liebe an die Sache rangehen und dann kann sich das Ganze vielleicht auch auflösen. Ja, das würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten hier als oberste Karte noch den Dolch und was haben wir hier noch? Das ist wahrscheinlich der Hund. Da gucke ich jetzt auch noch mal nach. Das ist ja echt spannend, die Karten. Okay, ich habe jetzt die Karten noch mal umgelegt, weil das waren ja die oberste und die unterste Karte. Und die Karte sagt, dass jemand, dass es sowas wie einen Streit gibt, dass es sowas wie scharfe Worte gibt. Jemand ist vielleicht gegen dich oder greift dich mit Worten an. Das ist so ein bisschen auch wie bei den Schwertern wahrscheinlich im Tarot. Und das ist wahrscheinlich auch diese Herausforderung, ja. Und der Hund ist der Freund letztendlich, der dir wohlgesonnen ist, der dich
der dich unterstützt. Also es könnte jetzt sein, dass ein wohlgesonnener Freund dir eher mit scharfen Worten und mit Diskussionen gegenübertritt und das ist vielleicht eben diese Barriere hier. Oder aber dieser Freund unterstützt dich hier, dann wäre der Freund für mich dieser Tagral, ja, der ja auch philosophisch ist und die Dinge aus, den Trouble, den man hat, den Ärger, den man hat, eben wegschaffen, also mir fehlen gerade die Worte, auflösen kann. Das ist dann wahrscheinlich mit der Unterstützung des Freundes. Das kann natürlich jetzt auch sein, ja. Auf alle Fälle wird sich das lösen, indem du eben ganz wichtig in deine innere Weisheit gehst, in dein Wissen, in deine Liebe. Das ist hier dieses Zeichen ist dieser Ruby, ja, das bedeutet Liebe. Das heißt, hör auf dein Herz, hör auf dein Inneres, hör auf deine Weisheit und geh raus aus dieser Ungeduld, die ja dieser Mensch anscheinend auch so ein bisschen präsentiert und sei einfach du selbst, würde ich jetzt fast sagen. Dann kannst du das lösen, dann kannst du es auch lösen, wenn ein dir nahestehender Freund vielleicht im Moment ein bisschen angriffslustiger gegen dich ist und mit dir diskutiert oder aber eben dieser Freund unterstützt dich. Aber da die beiden Karten ja jetzt zusammengezogen wurden, würde ich fast sagen, dass der gute Freund im Moment nicht so ein guter Freund ist, sondern dass dieser gute Freund vielleicht eher gerade gegen dich schießt, was aber nicht negativ ist im Sinne von, dass die Freundschaft dann vielleicht vorbei ist oder so. Das ist, ich meine, unter Freunden passiert das, ja, und da kann auch Familie sein, irgendjemand, der dir wohlgesonnen ist und loyal gegenübersteht, kann sein, dass der gerade gegen dich schießt mit Worten, aber du kannst es meistern, ja, wenn du eben auf dein Herz hörst und vielleicht nimmst du dir einfach mal dieses wundervolle Zeichen. Das finde ich sehr schön, das ist nämlich die Liebe, das drückt die Liebe aus und ja, dann wirst du das auch lösen können. Okay, das ist die Legung, interessante Karten, also da muss ich mich jetzt natürlich noch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Ich weiß gar nicht, ob ich die verkehrt rumlese, lieber Chris, weil man kann ja eben, ja gut, ich werde es einfach mal probieren. Ich habe jetzt natürlich nicht so viele umgekehrte Karten da reingesteckt, ich muss das mal zwischendurch immer umgekehrt lesen und also diese Zeichen hier, die haben eine Bedeutung, das ist zum Beispiel das Zeichen der Liebe, das weiß ich jetzt nicht, das muss man dann nachgucken, also ich muss mich jetzt wirklich damit ein bisschen auseinandersetzen, aber es ist ein unheimlich schönes Deck, hat eine ganz tolle Energie, ja, wow. Danke, danke. Und ich habe schon seit 2 Jahren immer wieder dem Chris seine Videos angeguckt, weil sie mir angezeigt wurden und mit diesem Deck. Und habe jedes Mal gedacht, boah, das will ich haben. Ich war sogar irgendwann mal auf der Webseite von dieser Katina, heißt sie nicht Katrina, Katina. Also der Nichte oder nee, der Enkeling ist das, glaube ich. Und ich wollte jetzt dieses Zeichen suchen, dieses Rubinzeichen und wollte bestellen, aber dadurch, dass die Seite ja, glaube ich, auch auf Griechisch ist, war das für mich, ich meine, ich hätte das in Google übersetzen können, aber irgendwie habe ich mich da nicht getraut und jetzt ist es da. Ich finde das total krass. Hey Chris, das ist so lieb von dir. Ich möchte dieses Zeichen jetzt finden. Das ist nämlich das Zeichen der Liebe. Es gibt übrigens 4 Pferde, 8 Männer und 8 Frauen, habe ich gerade im Check da gesehen vom hier haben wir es. Das will ich jetzt als oberste Karte haben. Das ist ein unheimlich schönes Ding. So, ihr Lieben, ich danke euch sehr, dass ihr mich begleitet habt durch dieses sehr interessante griechische Deck. Und Destin nennt sich das, von der Katina. Ja, wer Interesse hat, ich kann auch die Webseite unten mal verlinken. Der kann sich das auch direkt online bestellen, muss man dann halt in Google übersetzen, weil Griechisch kann ja auch nicht jeder. Aber ja, und das PDF, wer das haben will, der kann sich dann an mich wenden. Aber ich glaube, das kann man auch im Internet runterladen. Ich glaube, ich bin da auch mal drauf gestoßen.
Ja, ich danke euch sehr fürs Mitmachen und Zuschauen und mich begleiten durch dieses interessante Deck, was eine andere Sprache hat als Deutsch, aber egal, es wird schon gehen. Und ihr dürft gerne kommentieren. Und Chris, ich hoffe, du gibst auch noch deinen Sermon ab in einem Kommentar. Das wäre toll. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe und denkt dran, wenn ihr gerade jemanden habt, der normalerweise euch gut gesonnen ist, der euch gerade ein bisschen angreift, bleibt bei euch, würde ich fast sagen. Bleibt bei euch, dann könnt ihr das auflösen. Ja? Okay. Tschüss.